Schreibe die Zahl 4,25, also hier diese Zahl, in einen Bruch um. Tipp: Denk dabei daran, dass die Stellen nach dem Komma Zehntel Hundertstel als Brüche geschrieben werden. Bilde danach einen Hauptnenner und kürze so weit wie möglich. Also, hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man hier dran gehen kann. Also, wir sollen jetzt erst einmal diese Zahl 4,25, das ist ja eine Dezimalzahl, weil wir haben Nachkommastellen. Diese Dezimalzahl sollen wir jetzt in einen Bruch umschreiben. So, jetzt haben wir hier Ganze, nämlich 4. Das heißt, über die müssen wir uns immer gar keine Gedanken machen. Die schreiben wir immer als erstes hin. Und dann gucken wir ganz rechts auf die äußerste Stelle, und das ist die hier in diesem Fall. Und das ist eine hundertste Stelle. Also die erste Stelle nach dem Komma ist ja die zehnte Stelle. Danach kommt die hundertste Stelle. Danach kommt die tausendste Stelle. Also die tausendste Stelle ist hier im Grunde eine 0, könnte man auch ergänzen. Aber diese 0 haben wir jetzt hier nicht, die lässt man ja auch weg. Also ist die äußerste Stelle eine hundertste Stelle. Dadurch, dass es eine hundertste Stelle ist, schreiben wir hier in den Bruchstrich eben auch eine 100 in den Nenner. Und die komplette Zahl hinter dem Komma wird dann in den Zähler geschrieben. Das ist 25. So, jetzt haben wir im Grunde hier schon eine Bruchschreibweise, also sind hier im Grunde schon fertig, aber das ist jetzt ja noch eine gemischte Zahl und ich möchte jetzt einfach wirklich mal einen kompletten Bruch haben. Also rechne ich jetzt hier diese ganze Zahl hier mal den Nenner, das ist 4 mal 100 sind 400 und das dann plus, na, kriege ich das hier noch so unter, ja, plus den Zähler, also 4 mal 100 sind 400 plus 25 sind 425. Das schreibe ich in den Zähler und in den Nenner schreibe ich den alten Nenner, so wie er hier auch vorher stand, also Hundertstel. Somit habe ich 425 Hundertstel und das ist jetzt schon mal ein Bruch, aber der kann auch gekürzt werden. Denn beide Zahlen haben ja auf jeden Fall hier hinten als letzte Ziffer entweder eine 5 oder eine 0. Also der Zähler hat eine 5 hinten und der Nenner eine 0, also sind beide Zahlen auf jeden Fall schon mal durch 5 teilbar. So, jetzt nur die Frage, wie häufig? Also durch 5 teilbar, hier können wir relativ leicht im Nenner die Probe machen, 5 mal 20 sind 100. Also ist 100 geteilt durch 5, 20. Da kommen wir relativ schnell zum Ziel. Aber beim Zähler, da würde ich mir auf jeden Fall eine Nebenrechnung machen. 425 teilen wir dabei erstmal einmal auf. 425 ist gleich 400 plus 25. So, und wir haben eben gerade gesehen, dass die 5 20 mal in die 100 geht. Jetzt haben wir hier 400, also 4 mal die 100. Also haben wir hier 20, 40, 60, 80. Denn die 400, das kann man jetzt hier noch weiter aufteilen, also 425, ist gleich 100 plus 100 plus 100 plus 100 und dann noch plus 25. So, in die 100 geht die 5 20 mal rein. Also haben wir hier 20 plus nochmal 20 plus nochmal 20 plus nochmal 20 sind 80. Und wir haben jetzt hier 25 geteilt durch 5 ist 5. Also 80 und 5 sind 85. So. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir schon wieder hier eine 5 hinten und eine 0. Also sind beide Zahlen immer nochmal durch 5 teilbar. Ist gleich. So, und durch 5 teilbar, jetzt können wir die 85 zerlegen wir auch nochmal in der Nebenrechnung in 50 plus 35. Denn in die 50 passt die 5 ja 10 mal rein, das sieht man relativ einfach. Und in die 35, kleines 1x1, passt die 5 7 mal rein, also 17. Und in die 20 passt die 5 4 mal rein. So, das ist jetzt ein unechter Bruch. Aber es ist ein Bruch und wir haben es geschafft, die Dezimalzahl hier vorne in eben einen Bruch umzuschreiben. Und das ging ja eigentlich relativ leicht und wir haben den sogar auch noch runtergekürzt. Jetzt haben die aber das Problem, dass Steffen eben nicht dabei sein kann. Was auch immer er gemacht hat, vielleicht hat er sich verletzt oder hat einfach keine Lust, was auch immer. Jetzt haben sie nämlich 20 Euro aufzuteilen und zwar auf 3 Personen. Und sie fragen sich jetzt eben, was das jetzt pro Person kostet. Sowas kann euch immer mal passieren und deswegen ist es gut, das ausrechnen.